Auch der siebte Trainingstag des FC Schalke 04 zeigte eine momentane Situation ganz deutlich. Die Stimmung ist einfach gut und das Training effizient. Bestätigt auch Ron Schallenberg, der in der Hinrunde einige dicke Niederlagen einstecken musste. Als Chef auf der Sechserposition eingekauft, zeigen sich deutliche Performance-Probleme. Plus Verletzungen und Rotsperren. Ja, Ron Schallenberg dürfte im Kopf einiges zu verarbeiten haben. Sicher eine sehr schwierige Situation. Ich finde gar nicht so schwierig. Ich bin da schon, glaube ich, Profi genug. Ich hatte die Situation eigentlich schon direkt, als Karel kam, mit dem Spiel in Karlsruhe. Ich glaube, da habe ich auch 90 Minuten auf der Bank gesessen und habe das dann trotzdem gut angenommen. Von daher, ich bin da Teamplayer, hau mich voll rein und also ich glaube, es ist einfach wichtig, auch gerade für die Startelf, dass von hinten Druck gemacht wird, sodass jeder weiß, er kann sich nicht ausruhen und genau das mache ich und das fällt mir jetzt nicht wirklich schwer, weil wenn ich es nicht mache, dann wird die Chance ja nicht größer zu spielen. Von daher, ich bin voll da. Und wie zeigt man sich, wenn man von hinten Druck machen möchte? Naja, gut. Also erstmal ist die Basis von einem hundertprozentiger Einsatz, sich nicht hängen lassen. Der Trainer muss sehen, dass auch ein Spieler, der gerade vielleicht ein bisschen hinten dran ist, kein Prozent nachlässt. Weil wenn du spielst, ist es einfach, Vollgas zu geben. Aber ja, wie gesagt, wenn du ein bisschen hinten dran bist, da musst du dich vielleicht ein, zwei Mal mehr dahin pushen. Das vor allem. Und ja, meine Qualitäten sind ja bekannt. Also klar, komme ich eher über die Defensive, übers Kämpfen, übers Laufen, über Wege zumachen. Und die Qualitäten will ich weiter der Mannschaft geben im Training oder auch dann, wenn ich reinkomme. Ja, und ansonsten natürlich in allen anderen Punkten auch verbessern, aber das ändert sich nicht, ob ich spiele oder nicht. Noch 3 Tage, dann ist das Trainingslager in Albufeira Geschichte. Zeit für eine kleine Zwischenbilanz. Ja, also grundsätzlich erstmal positiv. Ich glaube, wir hatten absolut Top-Bedingungen. Also das Resort ist super, der Platz ist klasse. Wir hatten auch ein gutes Testspiel. Klar, das Ergebnis war nicht so, wie wir uns das erhofft haben, aber ja, grundsätzlich war die Leistung sehr ansprechend dafür, dass wir echt sehr, sehr hart gearbeitet haben vorher und für Wolfsburg ist ja dann schon die Generalprobe war. Von daher, ich glaube, ja, wir arbeiten hart, es geht in die richtige Richtung und ja, genau. Gestern Nachmittag war trainingsfrei und was macht man da so? Wir haben uns selber Essen zubereitet. Also wir waren in der Hotelküche unten und haben dann quasi unser eigenes Essen gemacht. Es gab Salate, dann gab es ein bisschen Fisch, dann gab es so eine Gemüse, Fisch, Muscheln, Pfanne, alles wild durchmixt. Ja, genau. Also das war, und dann so ein paar Beilagen haben sie noch dabei gestellt. Und wer ist Gourmetkoch und wer eher nicht kochtauglich? Gourmet-Koch würde ich sagen, so Ralf Fährmann, Michi Langer, die ein bisschen älteren, sage ich mal, die schon Erfahrung hatten, das hat man ihnen angemerkt. Und ich sag mal, so ein Yusuf Kabadayi würde ich vielleicht nicht an meinen Essen lassen.